So, weiter geht's mit Assassin's Creed Black Flag und wir folgen Blackbeard. Wir hängen wohl schon in der nächsten Hauptmission. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen? Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand mit... Warte mal, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal was nachgeguckt haben. Aber scheinbar... Müsste ich hier Pilze... Datenbank. Option. Okay. Nee, alles gut. Ich dachte mir, es gibt sowas wie eine... Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Hm. Wir sind schon wieder bei 16.800, fast 17.000 Reals. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, okay. Und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei, ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! So, Nassau haben wir ja komplett. So, wir sollen jetzt eine Tauchglocke kaufen. Dann gehen wir heute mal auf Tauchstation, wa? Hier müssen wir hin. Ja, zum Hafenmeister. Na, gucken wir mal, Alter, was wir kriegen. Die Frage ist, wie teuer ist das Ding? Wenn das Ding jetzt 15.000 kostet? Ja gut, wir müssen es eh wahrscheinlich... Dann müssen wir schauen, wir müssen es wahrscheinlich eh kaufen. Stoff, Metall, Holz brauchen wir noch, alles. So, kaufen. Checktor Upgrades, eine Tauchglocke. Hier. Kostet uns 5.000. Ja, wir müssen es wegkaufen, um weiterzukommen. Machen wir noch glatt. So, das nehmen wir direkt mit. Den Rammsporn. Wir brauchen Holz und 15.000. Ja, wir müssen sowieso immer mal weiter investieren. Wir müssen auf jeden Fall Holz brauchen. So. Gut, dann haben wir das auch. Dann tauchen jetzt wahrscheinlich ganz viele Wracks auf. Beziehungsweise die wir jetzt angehen können. Diese hier.
Ja, das sind jetzt genau diese Fracks, die wir die wir uns erobern können. Weiter Tortuga, Gibara, also die ganzen Wracks hier mal. Wir können mal. Warte mal, wo sind wir überhaupt jetzt eigentlich? Ah, wir haben mal ein Upgrade für den Injector ja gekauft. Stimmt ja, das Rammsporn. Und dann gehen wir mal, wenn wir Möglichkeit haben, mal auf Tauchstation. Ich guck mal gerade, wo die nächste Hauptmission wäre. Die ist da hinten. Dahin spawnen kann ich nicht, ne? Weiter wollte ich über dieses Ding hier, ne? Bei Dread Tortuga. Dann machen wir das doch glatt. Dann machen wir kurz mal eine Schnellreise zu dem Ort da hinten und dann fahren wir mal kurz auf einfach mal tauchen. Okay. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Mehr Segel, alle Segel. So, da gucken wir mal dahin. Da, wo wir hin müssen. Es sind zwar ganz viele Schiffe auf unterwegs, aber die sollen mich jetzt gerade herzlich wenig interessieren. Wir machen uns mal kurz auf zur Hauptmission hier. Aber wir wollen heute mal ein bisschen mit der Tauchglocke tauchen gehen. Oh, Holzi, Holzi. Holzi immer gut. Weiteres Holz. Holz ist gut, weil da kann ich umso weiter irgendwann, wir können ja unser Schiff wieder ausbauen. Was haben wir hier gekriegt? Metall. Wir können jetzt mal Haie, wir können auch einen Hai mal jagen. Aber wie gesagt, wir gehen heute mal tauchen. Das mit dem Jagen und mit dem Abonnieren, das machen wir definitiv mal. Das machen wir schon nochmal. Holz. Wir brauchen ein bisschen Holz, ja. Wir brauchen Ejector Upgrades. Kann ich das nur hier machen? Ja, das könnte ich auch unterwegs machen, ne? Was brauchen wir denn? 500 Holz. Wir haben 34 gerade mal. Wir haben zwar Metall ohne Ende, aber wir haben das Holz nicht dafür. Also ergo, brauchen wir ganz, ganz viel Holz. Ja, mal gucken, was wir da so kriegen hier. Natürlich müssen wir Schiffe erobern und ändern. Wir lassen jetzt gerade so ein bisschen die Schiffe erstmal, die so in der Nähe sind, in Ruhe. Weil, ja klar, ich könnte natürlich jetzt weitermachen, hier die ganzen Dinger zu erobern, die ganzen Kisten einzusammeln und so. Ja, aber jetzt wird aber mal auf Dauer zu langweilig, muss ich zugeben. Ich will eigentlich jetzt gerade ein bisschen weiterkommen im Spiel und mich nicht ewig 3 Tage mit irgendwelchen Sachen aufhalten, die jetzt meiner Meinung nach unsinnig sind. Das habe ich jetzt beide gemacht. Ich habe ja komplett Nassau und hast du nicht gesehen, erobert. Aufreihen! Nehmt Druck vom Baum! Hör mal, das ist Schiffen gesessen. Ich mag es, Jungs. Ist keine Schikane. So viel Segel, wie ihr könnt. Mars und Top Segelberg. Los, ja. Treffen, Männer. Rahmsegel einholen. Wir sehen jetzt nicht. Okay, ich dachte, ich hätte ihn jetzt gefunden. Nö, Stop. Schon mal nicht. Rahm! Marssegel! Was ist das für ein Schiff? Das ist aber jetzt unwichtig für uns. Wir gehen nach Medizin tauchen. Okay, die... Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiff hier. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider.
Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Den haben wir ganz am Anfang mal gesehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Den haben wir... So. Gut. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke haben Sie in bestimmten Unterwassergebieten zu erreichen, und zwar Kunden, zum Beispiel Schiffswachs und... Synodes. Wie auch immer. Synodes. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Synodes. Ja, Spanisch. Singen Sie dorthin und halten Sie einfach, wenn Sie die aufgeforderte Tauchglocke herabzulassen. Okay, Kreis. Na dann, machen wir das doch mal, würde ich sagen. Gib mir etwas Fahrt! Und holen uns mal... Und holen uns mal dieses Wrack. Das müssen wir sowieso machen. Da ist etwas unter uns, Captain. Es sollte in der Nähe sein, Captain. Schiffbrüchiger, treibt auf uns! Einholen! So, dann gehen wir uns das ganze Ding mal so ein bisschen an. Blub, blub, blub. So, die Frage ist, wie lange können wir? Es sind 6 Truhen und 3 Animus-Fragmente unterwegs. Okay. Ah, okay. Interessant. Die Atemluftanzeige. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. 70 real. Und halten, um schneller zu schwimmen. Und X drücken, um meinen Atemzug auszuwählen. Warte mal, was ist denn das hier? Okay, auch hier kann ich in diese Luftfässer kann ich tauchen und kann ich mir Atemluft holen. Alles klar, okay. Können die Quallen mir irgendwas tun? Nee, können sie nicht. Doch, können sie... Alles klar. Das war eine gute Frage. Mit Quallen bin ich ja momentan so ein bisschen... habe ich ja so ein bisschen momentan... habe ich es ja momentan so ein bisschen... Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass ich hier nochmal was finde. Lass ich mal kurz wieder Luft, oder? So, stückeweise immer mal wieder... Keine Sorge, ich will nicht hoch. Ich will eigentlich gerne nur... mal Luft holen. Sitzt mich eigentlich jetzt nicht hoch? Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht runterzieht. Ne, hochzieht? Nein, tut er nicht. So, ich soll Medizin holen. Okay, also Medizin finden. Kann ich nochmal hoch? Kann ich da, angeblich kann ich da ja rein, oder? So, dann hüpfen wir mal da runter. Gucken wir uns das Ganze an. Da muss ja irgendwo eine Kiste sein. Da unten ist sie. Ach, das ist Medizin. Ist schon mal geborgen. Jetzt mal gucken, dass ich hier nicht irgendwie... Ich muss ja mal einen Ausgang finden. So nebenbei, gerade. Ich muss jetzt tatsächlich mal... Jetzt muss jetzt echt mal... Jetzt kriege ich da so ein bisschen Panik. Muss ich dann da hoch? Einen Weg nach draußen finden. Ich muss jetzt mal hoch da. Ich finde keinen Weg da draußen. Hilfe! Ich verrecke gleich.
Scheiße. Ja, das ist bei Thema... Ernsthaft? Hilfe! Ich befürchte, dass ich jetzt gleich hier verrecke, weil ich den Weg nicht finde. Ja, ich werde jetzt hier sterben, weil... Scheiße! Voll ersoffen! Ja, genau. Das ist jetzt total toll, weil... Ich finde die Herzog den Weg nicht! Ja. Ich hab dich... Wo gibt's denn... Wo ist dieser fucking Weg da draußen? Und ist das Ding jetzt zugegangen oder was? Das ist natürlich... Super. Okay, einen Weg da draußen finden, das... Scheiß Höhle da durch oder was? Okay, da hoch. So. Gut. Also gab es tatsächlich keinen Weg nach draußen in dem Schiff. Sondern nur diesen einen jetzt, wo wir gerade eh sind. Sind wir gerade so. Ah, okay. Jetzt muss ich gerade gucken. Aua. Ah, ist das jetzt schon was? Gar nicht weiter, okay? Da geht's so lang. Ja, geil. Haie. Das ist schon mal total toll, dass jetzt ein Hai auf mich zukommt. Überhaupt zu schnell? Geil! Ah, oh, ernsthaft, ey. Aber geil ist das. Okay, es macht schon irgendwie Laune. Wir sind, glaube ich, eiskalt zweimal ersoffen. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen jetzt zur Tauchglocke erstmal. Safe kommen. Oh, tschüss. Die Haie sind natürlich immer gut, vor allen Dingen unter Wasser, vor allem wenn wir hier nicht weiterkommen. Eieiei. Kann ich da ran? Ja, aber. Oh, tschüss. Wir haben zumindest das, was wir haben wollten, haben wir. Ahoi! Ah. Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon. Verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen.
Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Glaub, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. So, die Mission haben wir auch schon mal beendet. Leider haben wir keine optionalen Ziele. Okay, ich hätte 2 von 3 Schatzkisten, ich hätte noch mal 2 Schatzkisten machen müssen. Aber okay. Aber okay. So, wir können natürlich jetzt weiter nach Wracks tauchen und alles drum und dran und weitere Stationen. Haben wir da eigentlich noch? Haben wir eigentlich noch was anderes jetzt an Hauptmission? Ja, eigentlich schon, ne? Warte mal. Wir können natürlich jetzt die ganzen Wracks abarbeiten, das ist klar. Die nächste Hauptmission wäre hier vorne. Des Teufels Advokat heißt sie. Wir reisen mal kurz das Salt Lagoon. Und dann gehen wir die in der nächsten Folge dieser Hauptmission an. Ja. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Warte mal, wie machen wir jetzt so? Ne, wir werden dann in der nächsten Folge einfach mal diese Insel noch ein bisschen erkunden hier. Das haben wir nämlich auch noch nicht getan. Wir waren mal ganz kurz hier, um ein bisschen zu jagen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge erkunden wir ein bisschen die Insel, holen uns die Sachen und dann gehen wir an die Hauptmission. Bis dahin oder auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag.